Wir beginnen mit einer Meditation, in der wir nacheinander die verschiedenen Sinneserfahrungen einbeziehen. Die buddhistische Lehre spricht von 6 Sinnen. Das sind die 5 äußeren Sinne und die geistige Wahrnehmung, das Wahrnehmen der geistigen Prozesse. Natürlich mündet letzten Endes alles in die geistige Wahrnehmung. Wir beginnen mit dem Körpersinn. Also mit der körperlichen Erfahrung. Ich möchte alle einladen, auch diejenigen, die schon lange mit offenen Augen meditieren, nun die Augen zu schließen und den Körper zu spüren. Wir spüren die Vielfalt verschiedener Erfahrungen. Gefühle von Druck im Kontakt mit dem Kissen, Berührung in den Unterschenkeln, Empfindungen, wo die Füße aufliegen, Empfindungen, die von der Sitzfläche hervorgerufen werden, wir spüren den aufrechten Teil des Körpers in seiner Beweglichkeit, die Erfahrungen im Bauchraum, Brustraum, Kopf, Nacken und Hals. Die Erfahrungen an der Oberfläche des Körpers, wie die Berührung der Kleidung und vielleicht einen Luftzug und die Erfahrung im Inneren des Körpers. Da ist vielleicht ein Pulsieren, ein Vibrieren, das Ein- und Ausstreichen des Atems und so vieles mehr. Wir richten die Aufmerksamkeit ganz auf die Körperempfindungen. Dabei sind wir insbesondere des steten Wandels gewahr, dieses Stromes wechselnder Erfahrungen im Körper. Von den Fußsohlen bis zum Scheitel gehen wir durch den gesamten Körper. Zum Abschluss dieser Phase wenden wir uns stärker dem Atem zu. Wir spüren ihn im Bauchraum, Brustraum und im Nasenbereich. Vielleicht auch im Rachen und vielleicht auch in anderen Gegenden des Körpers, die ebenfalls von der Atembewegung beeinflusst werden. Immer noch mit geschlossenen Augen wenden wir uns nun ganz dem Hören zu. Wie fühlt es sich an zu hören? Hören, ohne zu ergreifen. Nur den Strom der verschiedenen Klangempfindungen wahrnehmen.
Zwischendurch nehmen wir immer wieder auch den Atem wahr. So verbinden wir das Wahrnehmen der Hörempfindungen und das Wahrnehmen der Atemempfindungen miteinander. Auch wenn sie nicht wirklich zeitgleich wahrgenommen werden, werden sie zu einem Erleben integriert. Hörend atmen wir ein und hörend atmen wir aus. Dann öffnen wir die Augen ein wenig und wenden uns den visuellen Wahrnehmungen zu. Sehen, ohne etwas anzuschauen, ohne zu ergreifen. Dann verbinden wir alle drei miteinander. Sehen, hören, den Körper spüren, alles zugleich und sind dabei voll gewahr. Nun öffnen wir die Augen etwas weiter für ein größeres visuelles Feld. Wir sehen, ohne zu benennen. Dabei spüren wir gleichzeitig den Körper, fühlen den Atem und hören gelegentlich auch etwas. Auch diejenigen, die schon lange mit geschlossenen Augen meditieren, bitte ich zuzulassen, dass sich die Augen allmählich immer weiter öffnen. Schauen, hören, spüren. Jetzt nehmen wir noch das Riechen hinzu. Und nun beziehen wir auch das Schmecken mit ein. Und wieder kehren wir zum Wahrnehmen der Atemempfindungen zurück. Immer wenn nichts anderes unsere Aufmerksamkeit beansprucht, können wir zum Erleben des Atmens zurückkehren. Die fünf äußeren Sinnestore sind nun weit geöffnet. In einem völlig integrierten Erleben. Und unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf die geistigen Bewegungen, Denken, Benennen, das Auftauchen von Bildern, Erinnerungen, was es auch sein mag. Wir nehmen die geistigen Bewegungen genauso unvoreingenommen wahr, wie zuvor die anderen Sinneswahrnehmungen. Zwischendurch kehren wir immer wieder zu den Erfahrungen im Körper zurück.
Wir bemerken Momente, in denen wir an einer Wahrnehmung festhalten und ein Stocken in uns fühlbar wird, ein Haften. Mehr als dies zu bemerken ist nicht nötig. Das frische Gewahrsein führt zurück ins fließende Erleben. Der Geist ist so weit wie der Himmel und zugleich ist unsere Wahrnehmung äußerst präzise. Wir bemerken, wie diese wechselnden Erfahrungen entstehen und vergehen wie Wellen im Ozean. Der Geist und seine Bewegungen sind von gleicher Natur. Nicht fassbares, gewahres Sein. Alle Sinne sind offen, alles darf sein, alles darf erscheinen. In dieser Grundhaltung meditieren wir, ohne etwas zu verdrängen. Alle Erfahrungen werden wahrgenommen, nicht nur ihre Formen und Inhalte, sondern auch ihr unbeständiges, veränderliches, nicht substanzhaftes Wesen.